Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge wird es ausschließlich um Rewards und Packs gehen. Es wird kein Gameplay geben, ich werde euch kein neues Team zeigen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ist das denn so? Und auch, warum in den letzten Tagen noch kein Video gekommen ist, beispielsweise zu Weekend League. Und ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, als mich jetzt am Anfang des Videos hier hinzusetzen und das einfach nur zu erklären, während eigentlich nichts anderes passiert. Weil es einfach irgendwie blöd zu erklären ist und ich es auch nicht anderweitig irgendwie eingebettet bekomme. Und Grund, warum es auch so blöd zu erklären ist, ich habe es euch schon mal erklärt, aber ihr habt es einfach nicht gesehen. Also zunächst einmal, warum gab es nichts zur Weekend League? Ich war jetzt das Wochenende unterwegs. Ab Donnerstagabend war ich nach Dresden unterwegs und dann am Wochenende war ich in Graz und ich bin Montagabend zurückgekommen. Ich habe die Weekend League gespielt, aber einfach nur ganz kurz und knackig in so einer 3,5-Stunden-Session, 3,5 bis 4 Stunden. Und ich hatte da keine Möglichkeit, das irgendwie vernünftig aufzuzeichnen und ich war auch unter Zeitdruck, ich wollte die schnell durchbekommen. Ich habe sie gespielt, aber ich habe entsprechend nichts hier einfach wie normalerweise von zu Hause aus aufzeichnen können. So, habe ich mir gedacht, wenn das so ist, dann bin ich halt clever und ich mache am Mittwoch zum neuen Team of the Week mit Mbappé und Dembélé beispielsweise meine 3 Team of the Week Packs auf und ich mache das einfach so, dass ich die Rewards am Ende der Folge aufmache und zu Beginn der Folge zeige ich euch mein Team, mit dem ich die Weekend League dann am Wochenende spielen werde und ich spiele Division Rivals. Und das war die Folge, die ich aufgezeichnet habe, am Mittwoch. Problem war nur, das Video war am Donnerstag fertig und ich konnte leider dafür kein Thumbnail mehr bekommen. Auch wenn unsere Thumbnails nicht so spektakulär aussehen, ich war auch selber schon unterwegs, ich war unter Zeitdruck und Mero, der für uns die Thumbnails macht, der war auch unterwegs, der konnte einfach kein Thumbnail erstellen, ich war irgendwie unterwegs und entsprechend habe ich es einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, dass dieses Video, wo alles soweit erklärt ist, dann auch für euch zu sehen ist. Das habe ich aufgezeichnet, ich habe die Rewards aufgezeichnet, ich habe ein Gameplay aufgezeichnet, ich habe das neue Team gezeigt und ich hätte jetzt, nachdem ich wieder zurück war und auch Mero zurück war, hätte ich euch das Video veröffentlichen können, aber es wäre halt wirklich literally 4 Tage, 5 Tage zu spät gewesen und es hätte alles nicht mehr so viel Sinn gemacht. Und entsprechend fand ich das jetzt blöd. Jetzt könnte ich das natürlich irgendwie wieder anders machen und das hier jetzt einfach nochmal aufzeichnen und dann vielleicht die Rewards einfach irgendwie dran schneiden und so weiter. Aber dann war das Video an sich schon eine halbe Stunde lang. Jetzt sind noch neue Rewards dazugekommen, denn ich habe ja die Weekend League gefinished und gespielt und das möchte ich euch auch zeigen und ich habe viele weitere neue Packs und deswegen habe ich es jetzt so gemacht oder ich möchte es so machen. Ich begrüße euch, ich erkläre es. Ich zeige euch gleich meine Team of the Week Packs, die ich das letzte Mal aufgemacht habe, während ich hier mal irgendwas machen muss. Und auch noch beispielsweise ein Hero-Pack, was ihr gleich sehen werdet. Und danach machen wir hier gleich weiter mit den Rewards und auch den Qualifikationsrewards von der Weekend League und auch den Player-Picks. Und dann sage ich euch auch, wie die Weekend League gelaufen ist. Also zunächst einmal jetzt von letzter Woche Mittwoch das Team of the Week, also meine Team of the Week-Packs, zum Team of the Week mit Mbappé und Dembélé und Bellingham und so weiter. Und dann noch Hero Pack und dann geht's hier gleich weiter mit den neuen Packs, die ich jetzt zur neuen Weekend League bekommen habe. Wir fangen an mit den Team of the Week Packs. Und wir haben einen Mbappé, wir haben einen Lautaro Martinez, wir haben einen Dembélé. Wen haben wir noch? Ich guck mal kurz nach. Ah ja, es sind noch ein paar. Casemiro, Bellingham, De Ligt auch noch unter anderem. Also das sind so die ganz, ganz großen Namen. Und von daher, einen von denen, das wäre schon ganz nice, einfach jetzt nicht dreimal Abschluss in Form, das ist auch immer schon mal das, was positiv ist. Frankreich ist super. Oh, das ist mal lucky. Puh, der ist nämlich gerade extinct. Und ich glaube, das ist dann 450.000. Das ist halt 500.000? Warte mal. Der ist extinct bei 500.000. Holy shit! Das ist ein guter Start. Guck mal, stellt euch mal vor, es wäre Frankreich RW gekommen und der wäre der beste Spieler gewesen. Das wäre jetzt typisch für mich gewesen, für meinen Packluck. Aber inzwischen kann ich mich auch nicht mehr beschweren.
Das hätte ich aber nicht gewusst. Frankreich. Frankreich, es gibt so viele Franzosen, krank. Es gibt noch Griezmann, es gibt Lacazette, es gibt noch Rabiot. Das wären alles so auch Frankreich-Spieler gewesen, die hätten vorne sein können. Und das war mir gar nicht bewusst. Und dass es dann wirklich mit Frankreich der Mbappé wird, uff. Jo, 500.000 gerade, wenn ich ihn jetzt einfach draufstellen würde, ist halt die Frage, ob ich drauf spekulieren sollte, dass die Price Range jetzt noch erhöht wird. Ich habe fast das Gefühl, ich sollte ihn eher für 500.000 verkaufen. Ich glaube nämlich nicht, dass der mehr als 500.000 wert sein sollte. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ist meine Einschätzung. Wir werden in ein paar Tagen draufschauen können, ob das eine gute oder eine schlechte Einschätzung ist. Mal gucken, wie ich es mache. Ich bin noch nicht hundertprozentig entschlossen, wie ich es handhaben werde. Aber das ist natürlich ein Start. Was mache ich mit denen? Mache ich auch die Transferliste. Okay, das war das erste Pack. Hui! Also nochmal Frankreich. England, ZM. Ah! Ist vielleicht auch ein bisschen zu gierig. Henderson. Ich glaube, dann ist dann nicht mehr so viel möglich. Okay, alle drei auf die Transferliste. Ups, den habe ich jetzt, glaube ich, einen Verein getan. Und dann haben wir jetzt noch das dritte Team of the Week Pack. Vielleicht. Ah, Berkuis 84. Gut. Da ist vielleicht noch ein Franzose dahinter. Ja, der nämlich wie immer. Also, einfach mal den Beleg gepackt. Die Team of the Week Packs, die waren in der Summe absolut akzeptabel. Wir machen jetzt weiter. Ich würde ja eigentlich sagen, das ist das geilste Pack, aber ich mache jetzt dann auch das als erstes auf, weil hier habe ich die Großgefahr von Duplikaten. Und entsprechend machen wir jetzt erst einmal das 87 Max Hero Pack auf. Ich glaube, der beste Spieler, den ich ziehen kann, ist ein Yaya Touré. Oh, das ist Smol... Ah, es ist Dudek. Ich dachte vielleicht Smolarek. Ah, schade. Dudek ist aber auch nicht verkehrt, weil das ist so ein Torhüter, wenn man was in die Premier League macht, ist der spielbar und er liefert halt diese zwei Ligapunkte für die Chemie, was auch super ist. Also das ist jetzt natürlich kein riesen geiles Ding, aber auch keine Katastrophe. Es wäre einer, wenn der auf einmal mal bei mir in der Startelf steht, aufgrund von Chemie, wird das mich jetzt nicht komplett überraschen. Wie gehen wir denn jetzt hier weiter vor? Contains three players from each of the following leagues. Also das heißt, das sind 15 Rares. Okay, also das Pack ist auf jeden Fall besser. Das ist richtig gut eigentlich. Das ist besser, das ist ja quasi ein Ultimate Pack, nur mit aus den großen Ligen. Wir machen das mal gucken und mal schauen, wie es da mit Duplikaten ausschaut. Das ist mal auf entspannt Ruben Dias oder Dias. Puh, ja, Rating ist da, nochmal ein Trent Alexander-Arnold mit dabei und jetzt hier noch auch 5 Duplikate. Das Pack war vom Rating her echt nicht verkehrt. So, wir haben nochmal schnell einen Player-Pick gemacht. Ja, doch, genau, das hat gepasst. Damit ich jetzt nochmal zumindest ein weiteres Pack aufmachen kann. Ich nehme jetzt einfach ihn, damit ich hier weitermachen kann. Und beim André Silva wäre ich mir jetzt nicht mehr sicher gewesen, ob ich den Untrade gehabt hätte. Ist ja auch nicht ganz so wichtig, gerade bei den Preisen von 80ern, 81ern, 82ern und so weiter. Wir machen nochmal schnell hier ein weiteres 50k-Pack auf. Und wir bekommen einen Brasilianer, das wird Roberto Firmino sein. 83. Jo, nee, das ist es ehrlich gesagt nicht gewesen, das Pack. Also, das letzte Pack für heute. Das zweite 50k-Pack. Und wir ziehen einen Rule Breaker. Ah, schade. Das ist jetzt nicht ganz so der ganz große Wurf Roldan. Und dazu haben wir... Das ist nicht schlecht. Wow, sogar noch ein 85er mit dabei. Also einen Rule Breaker, dann noch zwei Informs mit 82, ist auch absolut brauchbar mal hier und da für eine SPC. 85er Acuna. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr solid gewesen, das Pack. So, Freunde, das war's dann von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal ein bunter Mix aus vielerlei Dingen. Mal keine Weekend League, aber ja, dieses Wochenende.
dann mal probiere ich es aus Österreich noch irgendwie zu regeln. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Bei dem Team of the Week ist das ja durchaus eine Überlegung wert. So, und jetzt habt ihr vielleicht auch eine Idee, warum ich schon ein gewisses Interesse hatte, euch diese Rewards zu zeigen. Es war nicht wegen dem Hero Pack, es war natürlich vor allem wegen Dembélé. Es war ein absolutes Highlight. Und inzwischen weiß ich auch, ob es eine gute oder schlechte Idee war, den Dembélé direkt draufzustellen. Denn ich habe noch ein bisschen gewartet, ich habe das ein bisschen beobachtet. Seine Price Range wurde nicht angepasst, wie es eigentlich auch nicht wirklich passiert. Hatte ich auch nicht wirklich mit gerechnet. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe den Dembélé einfach für Maxpreis draufgestellt und ich habe ihn dann für 500.000 verkauft. Und das war eine gute Idee, denn er ist dann runter auf 400.000, als dann am Donnerstag weitere Packs aufgemacht worden sind. Und inzwischen ist er für unter 300.000 zu bekommen. Also das war gut. Und ansonsten wollte ich hier gerade nochmal zeigen, ich hatte vor einer Woche oder sowas zum Hero Pack auch Jungberg und Solskjaer gekauft. Die habe ich beide dann auch schön mit Profit verkaufen können. Und Donnarumma auch. Ich habe die gerade nochmal hier offen gehabt. Die entfernen wir jetzt. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Tagesgeschehen, nämlich der Weekend League, die ich jetzt dann in Graz gespielt habe. Und ich habe das Ganze mit 18:2 gefinisht. Das war wieder Fünferkette, so viel kann ich euch verraten. Ich könnte euch jetzt das Team zeigen, mit dem ich die Weekend League gespielt habe, aber ich habe es A, schon wieder ein bisschen verändert und B, habe ich mir gedacht, dann mache ich euch lieber ein wirklich komplett neues Team und entsprechend zeige ich es euch nicht. Aber 18:2 ist es ausgegangen. Ich werde mal ganz kurz hier... ich lasse das mal lieber so. Ich hätte jetzt relisten können, aber ich habe lieber ein bisschen Platz auf der Transferliste. Wer weiß, was jetzt hier alles bei rauskommt. Aber 18:2 und es wäre sogar auch wieder ein 20:0 möglich gewesen. Ich habe ein Elfmeterschießen verloren und ein Spiel ziemlich doof verloren. Aber dafür, dass ich das einfach so in einer Session gemacht habe, ziemlich gut. Und ich musste sogar noch zwei Spiele machen für die Weekend League Quali, die ich dann mit 10:0 beendet habe. Und die Rewards sind auch sehr, sehr nice. Deswegen wollte ich da auch unbedingt mit 10:0 rausgehen. Also ziemlich zufriedenstellend und wir machen jetzt erst einmal die Player Picks von der Weekend League, der letzten Weekend League. Die Spieler, die kennt ihr jetzt alle schon. Ein bisschen verzögert, sorry, ich habe hier zweimal jetzt gegen den Tisch gehauen, das habt ihr vielleicht gehört. Ich mache Dunkelkammer, denn das Team of the Week ist ziemlich, ziemlich nice. Also machen wir das hier so. So, wir fangen an mit Brahim. Boah, der hat 5 Sterne Weakfoot, das war mir nicht klar. Das ist so perspektivisch, ne? Wenn der mal eine richtig gute Saison spielt, ist das perspektivisch eine sehr interessante Karte. Griffo, 84, Henderson, Lopez und De Castillo. Da nehmen wir dann einfach Griffo aufgrund des Ratings, auch wenn ich nicht weiß, wie viel uns das bringen wird irgendwann mal. Zap, zap, zack. Und da ist er wieder, der Griffo. Dazu haben wir noch, der Licht, finde ich eine sehr, sehr starke Karte. Lengthy, 76 Pace, 86 Def, 88 Physis, das ist schon Premium-Innenverteidiger, also finde ich schon echt stark. Palacios, Marusic und Del Castillo, da nehmen wir noch den De Licht. Wunderbar, könnte noch ein bisschen besser sein, auch diese Karte kostet nur 20.000 Münzen, aber mal schauen, was noch kommt. So. Ja. Leider vergessen, den rechten Stick reinzudrücken, aber wir haben auch nichts verpasst. Ich würde überlegen, ob ich Griffo mitnehme. Ich nehme Griffo, weil ich werde jetzt einfach gleich dann noch irgendwie eine SPC machen und dann haue ich den einfach da doppelt rein. Mir doch egal. So, dann nehmen wir den 84er mit. Habe ich jetzt gerade leider verkackt, dass wir den mal reindrücken. Wunderbar. Gut, dann fügen wir die. Ach, ich muss sie jetzt direkt machen. Ja, schauen wir mal ganz kurz. So, ich habe kurz den Savio Moreira gemacht, der ja safe schon ein Upgrade hat. Und ich glaube sogar, nee, der hat sogar schon das doppelte Upgrade sicher oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist der dadurch eigentlich sich selber refinanzierend quasi, weil er einfach die SBC den Wert hat. Ich weiß gerade nicht, ob 86 oder ob er 87er wird. Ich habe auf jeden Fall nur gelesen, dass es auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, die zu machen. Und der ist, glaube ich, auch eine ganz brauchbare Karte für Objectives oder ähnliches, bevor man ihn dann vielleicht irgendwann wegtauscht. Kommen wir zu meinen verbleibenden oder jetzt neuen Packs quasi. Denn ich habe ja quasi Rang 1 in der Qualifikation und Rang 2 in der regulären Weekend League gemacht. Die beiden Team of the Week Packs werde ich an dieser Stelle aufsparen. Es macht einfach Sinn, diese aufzuheben, bis das neue Team of the Week rauskommt und am Mittwoch dann immer aufmachen zu können. Oder ich fange vielleicht an, aufzusparen für ein potenzielles Best of Team of the Week. Also haben wir jetzt hier ganz schnieke ein Mega-Pack, ein 50k-Pack, 100k-Pack und dann noch zwei Ultimate-Packs. Das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann werde ich nochmal vielleicht gucken, was mit den Untrade-Packs auch möglich ist. Wir starten erstmal rein mit einem Araujo. Und den ich safe auch falsch ausspreche.
Ich weiß, ich muss mich jetzt gerade mal einfinden. Ich weiß gerade nicht, ob inzwischen ich eh alles abstoßen kann oder ob ich die Preise nachschauen sollte. Ja, ich sollte anscheinend mehr die Preise der Non-Rares nachschauen, und weil der 600 und der jetzt die 850, das scheint sinnvoller zu sein, und den Rest, den kann ich abstoßen anscheinend. Und dann machen wir weiter mit dann dem 50k-Pack hier. Und zuletzt habe ich ja echt auch immer Glück gehabt, was aktuelle Promos betraf. Wir bekommen hier zumindest Fernando. Hatte ich ja wirklich immer auch viel aus der aktuellen Promo, und mein Verein scheint auch inzwischen schon wirklich ganz gut gefüllt zu sein mit Tradable-Spielern zumindest. So, dann kommen wir zum 100k-Pack. Danach noch zwei Ultimate-Packs. Da ist auf jeden Fall was möglich. Wahrscheinlich Modric. Nein, es ist Kovacic. Und es war zu erkennen, dass das kein Walkout ist, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich drauf zu achten habe. Ja, bis jetzt eher so mau. Gut, das geht irgendwie doch relativ schnell, muss ich sagen. Jetzt kommen wir schon bei den Ultimate Packs an, und davon haben wir zwei. Und das ist ein Out-of-Position-Spieler, Spanien, Cam. Lucas Vázquez, der ist, als ich zuletzt geschaut habe, bei 75.000, 80.000 circa gewesen. Kann jetzt nochmal ein bisschen runtergegangen sein, kann auch wieder hochgegangen sein, weil es ist eine sehr, sehr spannende Karte, wie ich finde. Und dazu noch einen Oblak. Also das Pack war auf jeden Fall, also das war richtig nice. Hier, ich sage jetzt mal 75.000, Oblak weiß ich gerade gar nicht, 89er vielleicht 25.000, 30.000 oder so in den Dreh. Also hier kann ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Also sehr, sehr zufrieden. Also 31.000 sehe ich jetzt gerade bei Oblak, und Vázquez war jetzt dann auch auf 68.000 ein bisschen runter. Nur das mal, um das kurz einzusortieren. So kann es jetzt auch gerne weitergehen mit dem zweiten Ultimate Pack. Nochmal so ein Out-of-Position-Spieler. Ist das echt der Name von der Promo? Das ist auf jeden Fall Out-of-Position. So, wir haben De Gea, einen 87er. Das ist auch auf jeden Fall cool. Da kommt ein bisschen was zusammen. Geht ja vor allem darum, hier Münzen dann aus diesen Packs zu bekommen. Und dann nochmal Diaz. Ich weiß nicht, ob der vielleicht inzwischen auch auf dem... der wird wahrscheinlich noch über einem 84er Wert sein. Und von daher, glaube ich, auch ganz, ganz nice. Das waren jetzt die Tradable Packs. Ich gucke nochmal kurz hier drüber, ob ich was sehe. Aber also selbst die... Ich gucke jetzt mal einen 83er noch nach, aber... Können wir auch... Also da kann jetzt für jemand dabei gewesen sein, aber ich kann die nicht alle durchschauen. Das dauert ja Ewigkeiten. Und Platz auf der Transferliste, um alle draufzustellen, habe ich auch nicht. Dann machen wir jetzt zumindest noch so weit mit den Untradable Packs hier weiter, bis ich mich irgendwie hier festrenne. So, jetzt... Für jetzt, ich habe sicherlich irgendwo noch andere Packs, die ich abholen könnte oder was weiß ich. Ich schau mal ganz kurz. 26 Objectives, die ich hier auch noch offen habe. Ja, Auto-Claimed, alles klar. Gehen wir nochmal kurz rüber. Da sollte vielleicht mal eins bei Finishing. Uiuiui, was ist denn hier los? Schauen wir mal. Lohnt sich der? Weiß ich nicht. Boah, die sind auch alle hier zu machen. Aber genau, Finishing. Aha. Da kriegen wir doch noch ein 50k-Pack. Ja, kann man mal auch noch mal mitnehmen. Ja, das mache ich jetzt hier. Das hole ich jetzt nicht. Aber das 50k-Pack bei Finishing habe ich jetzt schon länger drauf ein Auge gehabt, dass das nicht mal irgendwann kommen sollte. Dann machen wir doch das ganz schnell. 50k-Pack, 83 plus, garantiert. Wird Bonucci oder sowas sein. Oder ein Bastoni. Ja. Ja, bei den Dudes müsste ich jetzt mal gucken. Die kann ich sicherlich auch in ein paar SPCs noch reinbekommen, aber das lohnt sich jetzt hier nicht mehr. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war ein bisschen unkonventioneller, ein bisschen was anderes, aber war jetzt einfach notgedrungen so. Und nächste Wicked League möchte ich es euch wieder so machen, euch so präsentieren, wie ich es auch sonst mache. Neues Team, Wicked League, und wir hauen da voll rein. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe einen komplett neuen Ansatz für das nächste Team, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, und dann hoffe ich doch, wie gesagt, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch schöne Rewards mitgenommen habt. Das war's von meiner Seite. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.